So, hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir was Neues. Also zumindest für mich neu. Man kennt es, wir machen eine Reaction. Zwar war ich ja am Samstag auf einem Event für kleine YouTuber in München auf dem Tube Munich beim Creative Studio und da habe ich zusammen mit den Jungs von Akte Prank TV, einem Kanal, der keine Pranks macht, eine eigene Stadt-Land-Fluss-Version gespielt und das schauen wir uns doch jetzt mal an. Ich habe es noch nicht gesehen. Gucken wir mal, was die Jungs draus gemacht haben. Ja, grüß euch zusammen. Wir sind heute wieder beim wunderbaren Tube Munich. Und was machen wir natürlich auch im Tube Munich? Wir drehen eine neue Runde Stadt, Land, irgendwas mit ein paar wunderbaren Gästen. Ich bin der Luis, ich bin von Akte Prank TV und wir fangen jetzt an. Übrigens, hier ist die Bavaria Film. Hi, ich bin der Hannes von Akte Prank TV und was soll ich jetzt sagen? Hi, ich bin der Georg, ich habe einen Kunstkanal und ich bin außerdem Kunstlehrer. Jetzt werde ich die anderen hier versenken in Stadt, Land, irgendwas. Servus, ich bin der Ken von Ken kocht einfach schnell und lecker und ich zeige den Jungs heute mal, wie man Stadtland frischt. Hallo, ich bin der Blaze von Copernicus Paintball und ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Hi, ich bin Paul. Das hatte ich wirklich nicht. Ich bin vom Kanal Gaming64 und ich bin hier wegen der Behindertenquote. Servus, ich bin... Das war übertrieben. Janik vom Kanal Treff und ich mache in diesem Video die Kamera. Unsere heutigen Themen sind ein YouTuber, eine erfundene Kunstrichtung, eine Mordwaffe, veganes Essen, wir haben keine Veganer da übrigens, den Grund, einen Social Media Account zu löschen und natürlich wieder wie beim letzten Mal Clickbait-Titel. Los geht's! Okay, er hier zählt jetzt schon die ganze Zeit und ja, ich sag dann am besten jetzt mal Stopp. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich es hasse, mich selbst in Videos zu sehen. Oh Gott. X. 12 seconds later. So, ich sag jetzt stopp. Oh, shit. Schreib noch meinen Satz fertig. Ja, aber Clickbait-Titel war gut mit X. Also. Achtung, es kann sein, dass euch vielleicht das eine oder andere nicht gültig erscheint. Dann, okay, dann nehme ich das gerne so hin. Ich hab YouTuber X-tastisch. X-Tastisch. Ich habe keine Ahnung, ob es den gibt. Es gibt Text-Tastisch, aber es auch X-Tastisch. Wahrscheinlich gibt es die nicht, also würde ich sagen, okay, gut. X-Tastisch, ne? Falls du Lust hast, einen Call-Up zu drehen, bist du immer mal willkommen bei uns. Okay, was ist dein YouTuber? Ich habe leider keinen mit X. Ich habe auch keinen. Such schon X-Tastisch. Ich habe irgendwie XXXTentacion geschrieben, das ist irgend so ein amerikanischer Rapper. Der hat bestimmt einen Kanal. Der hat bestimmt Falls sich jemand fragt, warum ich da rumtippe, ich habe die YouTube-Kanäle gesucht, falls es sich einer einen ausdenken musste, um sicherzustellen, dass es den wirklich gibt. Ja. Musikkanal, deswegen dachte ich mir. X-Tastisch gibt's schon mal nicht. Nö. Okay, okay, sorry. Kein Follow-up. Ich habe Xiaomi genommen, die Handyhersteller. Ja. Die haben bestimmt einen YouTube-Kanal. Ja, auch bestimmt. Von daher. Bling! Okay, ja, dann krieg ich. Voll geil! 10 Punkte. Nee, du kriegst 10 Punkte. Ich krieg keinen. Ich krieg 10 Punkte. Du kriegst 10 Punkte übrigens. Oh, shit. Okay, deine Kunstrichtung. Xylophonie ist eine sehr bekannte Kunstrichtung in. irgendwann, wo man auf Xylophonen spielt und gleichzeitig eine Symphonie erstellt. Und das alles, während man von der Decke hängt und zwar kopfüber und nackt. Neue Video! Okay. Ja, ich geht's durch? Weiß ich nicht, Leute. Akzeptieren wir so. Akzeptieren wir es? Der Rat muss entscheiden. Ja. Ja. Also, jetzt suchen wir euch. Ja, klar. Ihr lauft nicht. Ja, inspiriert wurde seine Kunstrichtung allerdings, und das wusste er nicht, von xenophobischer Avantgardistik. Und das Ganze. Das Ganze tatsächlich aber im angezogenen mit dem Nacken zu. Ah, ja. Die Vorform, die Banane. Die war noch nicht so weit entwickelt. Ich hab X-Men Comics. Ja. Nein, kurz. Aber die gibt's ja Mordwaffe. Schon irgendwann als Kunst. Ach so, nee. Meinst du? Oder wie meinst du? Das muss ja eine erfundene Kunst. Ja, X-Men Comics gibt's ja. Genau. Und die sind Kunst. Jetzt ist sie Kunst, aber. Aber die gibt's ja, dann ist es sind ja sie Kunst. Oder sie sind keine Kunst, es wird irgendwann Kunst. Vielleicht. Ich glaube, die sind Kunst. Ja, wir haben da sehr viel diskutiert. Teilweise auch sinnlos. Ja, dann zählt's nicht. Okay, schade. Okay. Gesundheit. Gesundheit übrigens. Danke. Ich habe keine Kunstrichtung. Erfundene Kunst, X-Files Drehbuchschreiber. Was? Boah, ja, auch was es theoretisch schon gibt. So. Ja. Oh Mann. Ja, ja. X-Akten. X-Files oder X-Files? X-Files, ich hab X-Files verstanden.
Ich hab Xylographie, da benutzt man ein Xylophon-Ding und schreibt damit im Sand. Geil, viel besser als mein. Voll innovativ und so. Voll gut. Aber angezogen. Ach so, oh, dann. Mordwaffe. Leute, ich hab so lange überlegt und dann ist mir angefangen. Die X-Taste einer Tastatur. Was willst du damit machen, jemand? Jemanden ersticken lassen. Achso, ich dachte jetzt mit Steuerung X. Okay. Obwohl, natürlich kann man mit. Warum kann man mit einer Steuerung? Ja, klar. Du musst mir schon jemanden zeigen, wie jemand mit einer X-Taste jemanden umbringt. Das mache ich. Ja, man kann ja. Neues Video! Man kann die so schnell werfen, dass es halt einfach. Ja. Nein, Quatsch, du tust sie einfach in die Suppe rein. Also eine Rahmensuppe vom Baum hier zum. Aber es muss auch alles im richtigen Rahmen bleiben. Ja. Und wenn du jemanden schon umbringst, bist du, glaube ich, nicht im richtigen Rahmen. Ich wollte nur einen Rahmenwitz machen. Das krieg ich. An dieser Stelle erstmal ein Like da lassen. Ach so, aha. Meine Wortwaffe, ich habe, als ich in Island Urlaub gemacht habe, habe ich in einem kleinen Dorf tatsächlich mal jemanden gesehen, wie er mit einem Xylophon. Tatsächlich? Ja, tatsächlich. Verdammt, und ich hatte es. Das halt ist nämlich, das ist ein Riesenteil, das war voll schwer und das war einfach. Danach war. Boah, ein Unfall oder so. Ja, na, voll. Ich glaube, er erzählt nur um die Geschichte glaubhaft. Warum machen wir hier alles mit Xylophon? Weil wir nicht gut mit Worten sind. Ja, ich habe die X-Men Wolverine Special Edition Clown. Ja, definitiv. Ja. Also nehmen wir. Ja. Also will die Edition nicht klauen, sondern er meint die Clown in der Special Edition. Edition, deswegen, weil sie ja dann eben auch echt extra aus Metall sind. Wow. Oder aus Adamantium. Ich hab den X-Wing. Also. Ach so! Das ist nochmal eine Art. Verdammt! Natürlich! X-Wing. Natürlich! Auch sehr kreativ, ne? Der klassische X-Wing. Ja, sagt der danach nicht mal wirklich Star Wars gesehen? Ja, tatsächlich. Ja, ich hab Battlefront gesehen. Ja, wenn das keine Mordwaffe. Mein tiefstes Beileid. Ich kriege gar nichts. True Story. Oh, es tut mir leid für euch. Ich hab auch die nächsten zwei nicht, um schon mal zu spoilern. Deswegen finde ich, vegan ist extrem gutes Essen. Ich glaube, das ist eine Themaverfehlung. Ich wurde gerade übersprungen, weil ich auch nichts hatte. Das ist eine Themaverfehlung, ja. Ich wollte euch nur fertig werden, das tut mir leid. Ja, also mein veganes Essen ist, kennt jeder von euch, wer keinen Zucker nehmen möchte, Xylit. Stimmt. Ich habe eine X-Men-Nudelsuppe. Du mit deinem X-Men, ne? Ja, ja, Xylophon, es gibt ja nichts anderes für X. Minimal. Ja, X-Men-Nudelsuppe. Ja, die ist vegan ist die Frage. Ja. Ja. Das ist eigentlich die gibt Frage. Gibt eine vegane Nudel. Nee, wenn sonst nichts drin ist, ist es automatisch vegan. Okay. Ja, fast. Okay. Das ist dann halt eine Gemüsebrühe. Okay, warte mal. Ich hab gar nichts. Oh, stimmt. Wow, wie kreativ. Ich auch nicht. Ich hab auch extra vegane Schnitzel. Ah, wirklich? Extra vegan. XXL vegane Schnitzel. Oder so, ja. Das wäre. Oh, Mann. XXL ist auf alles nehmen können. Also, ich wäre voll dafür, dass das gildet. Und bei mir. Das gildet nicht. Da bist du aber auch nicht der Einzigste, der das. Einzigste? Einzigste. Ja, okay. Wo kommen denn diese X-Men-Nudelsuppe kaufen? Im X-Men-Fachgeschäft. X-Men Special Edition. Im X-Men Fanshop. Oder im Itemshow. Und genau, Social Media. Schon Kommentare? Keine Kommentare, mein Gott. Wenn man x-tausend Stalker hat. Das ist aber echt gut, ja. Das ist gut. Echt? Ja, doch, das ist gut. Das sind alles deine Fans, was hast du denn? Ja. Ja, doch, das ist ein gutes Grund. Ich hab das Problem, ich hab ja noch Instagram. Hey, übrigens, Georg Lesk, Instagram. Ich schneid's raus. Hat er nicht. Klar. Ja, da ich kein Instagram oder dergleichen habe, weiß ich auch keinen Grund. Das zu löschen? Ja. Mit X. Ah. Mit seinem Stift. Ja. Ja, oben X drin. Ja, das ist tatsächlich mein Grund. Ich habe X-Knopf gedrückt. Als Grund. Okay. Und dann. Warum du es gelöscht hast? Ja, warum nicht? Okay. Ich habe wenn jemand einen Instagram-Account hat, wo er Videos über Xylophone macht. Xylophon kaputt. Seems legit. Okay, gut. Ich habe nichts. Oh. Herr Xaver mobbt mich. Das finde ich voll gut. Xaver. Okay. Clickbait.
X-Faktor 3000. Ja, genau. Mein Clickbait-Titel ist X, war der Grund für Punkt. Das ist tatsächlich. Das ist fies. Ganz genau. Das ist gut. Das zählt, ja, das zählt. Ich habe leider keinen. Was sind wir denn jetzt? Bei Clickbait-Titel. Clickbait-Titel. Achso, okay, das ist auch nichts oder was? Nein, ich habe keinen Clickbait-Titel, leider. Unser Kanal heißt auch oder einfach nur X. Vielleicht klicken ja Leute auf ein Video, wo einfach nur ein X drauf ist. Ja. Also ich habe da jetzt einfach nur ein X hin. Also es wäre fun. Oh, dreimal X. Ey, gefährlich auf YouTube. Ich habe einen typischen Katja Krasewitz Clickbait, nämlich Sex mit Feuer, mit Fan. Also XXX mit Fan. XXX mit Fan, finde ich. Wahrscheinlich hat es das funktioniert. Das klingt, als würde es bei Katja jede Woche das Video geben. Ja, doch, das sind so, hat sie bestimmt sogar schon eins dazu rein. Ja, bestimmt. Das ist ein Clickbait-Titel, das zählt. Das zählt. Versenkt! Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass er minderjährig ist. So, was ist jetzt deins, Vordringer? Xavier, du hast Katzen. So, danke. Oh, da habe ich mich persönlich vorgedrängelt, ja. Wir lieben Katzen nicht. Das geht mir persönlich. Ich mag auch Katzen. Aber jetzt Xavier, nein, du nicht im Abschalter. Also nicht kein drauf. Ja, ja, genau, für mich auch. Stimmt. Das ist ein Anti-Clickbait hier. Promiflash vielleicht. Okay. Ja, dein Kanal ist Promiflash, okay. Geht, geh weg. Wem gehört eigentlich das Wasser? Ich hab Durst, weil soll ich wenn es keinem gehört. Aber es ist schon offen, ich weiß nicht. Nee, es ist nicht offen, oder? Da fehlt schon was, wer weiß, wer das schon. Ihr Hund ist kaputt. Ja, ich werf's auf meine, nicht auf euers. So, hier ist dein wunderbarer Preis, die Palmbon. Ich bedanke mich recht herzlich bei Bavaria Filmstadt, Trev TV, Tube Munich und abonniert uns alle. Vielen Dank auch. Ich hoffe nur, dass es jetzt richtig ausgesprochen hat, weil das war Chef TV, richtig? Oh, scheiße. Ja. Oh Gott. Was soll ich dazu sagen? Ich fand's auf jeden Fall lustig. Und cringig. Ich mag es nicht, mich in Videos zu sehen. Oh je. Oh wei. Erstmal Kommentar schreiben. Bin ich auch der Erste. So. Bin eh der Einzige, der noch XD verwendet. Oh wei, oh wei. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich bin schon aufs nächste Projekt gespannt. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.